Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett. Erstmals hier von der Mainstage in Mainz. Zur Stammbesetzung unseres literarischen Quartetts zählen Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin, Itschomar Mangold, Kulturkorrespondent vom Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg. Und ganz besonders herzlich begrüßen darf ich als unseren Gast Melanie Müller, seit 2015 Professorin für klassische Philologie an der FU Berlin und Autorin, in diesem Frühjahr erscheint es, eines neuen Buches von Melanie Müller. Das trägt den provozierenden Titel »Der entmündigte Leser«. Wer entmündigt uns Leserinnen und Leser, Frau Müller? Tja, eine heikle Frage. Also es gibt Leute, die meinen, dass das, was in letzter Zeit so im literarischen Geschäft, in Universitäten, auf dem Buchmarkt zu beobachten sei, nur eine Chimäre sei und es sei überhaupt nichts weiter passiert damit, dass man irgendwie Sprache anpasst, Sprache, wie es heißt, gerechter macht, Sprache um böse Wörter, um böse Gedanken bereinigt oder sie zumindest kritisch diskutiert, mit Warnhinweisen versieht. Und das scheint mir irgendetwas mit einem Entmündigungsprozess zu tun haben, weil ich glaube, dass die Leser insgesamt unterschätzt werden. Das ist so ein Hauptproblem dieser ganzen Geschichte. Einzelne mögen sich irgendwie mögen sich ärgern über bestimmte Dinge, aber viele andere sind doch zu einem sehr souveränen, reifen Umgang mit Literatur und mit der Fantasie, mit der freien, auch bösen Welt der Fantasie imstande. Und da dachte ich, ich versuche das mal irgendwie plausibel zu machen. Ist natürlich auch ein bisschen eine Provokation bewusst, aber ohne das macht das Leben ja auch keinen Spaß. Insa Wilke, fühlen Sie sich als Leserin entmündigt von den Zeitläufen? Nein, ich glaube zwar auch, dass LeserInnen nicht entmündigt werden, sondern unterschätzt werden. Ich glaube aber, das ist eine Frage, dass man die Frage auch anders drehen kann und ob man sich entmündigen lassen will. Und ich würde diese Perspektive so umdrehen. Aber ich habe Ihr Buch natürlich auch noch nicht gelesen. Insofern weiß ich nicht, wie die Argumentation läuft. Dennoch sind wir, Itschomar Mangold, von der aktuellen Debatte umgeben, die Kontroversen um Michael Endes neue Ausgaben, um Ottfried Preußler, die Umbenennung einer Schule, die nicht mehr nach Ottfried Preußler, ein Gymnasium, heißen möchte. Sensitivity-Reader sind in Lektoraten unterwegs. Wir haben jetzt sehr viele solche Debatten gehört. Wie ordnen Sie die ein? Naja, sollte man nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist natürlich eines der großen Themen, worüber Sie schreiben, das die Gemüter die letzten 10 Jahre erhitzt hat. Es wird nicht ohne Grund dafür auch der Begriff des Kulturkrieges ausgerufen. Und wie das so üblich ist, bei einem Krieg gibt es Fraktionen und man ist relativ sicher, auf welcher Seite man sich befindet. Und ich weiß, wo ich mich selber verorte und begrüße sehr, dass endlich mal die Universität, von der ich sagen würde, dass sie 10 Jahre lang sehr, sehr feige war und diese Themen nicht angesprochen hat, selbst dort, wo es absolut absurd wurde und die Safe Spaces so übergriffig wurden, dass namentlich amerikanische Studenten kaum mehr Ovid lesen konnten, weil es dort natürlich immer wieder auch, Sie erinnern sich, Apollo setzt der Daphne nach, die sich dann in den Lorbeer verwandelt. Und natürlich ist das eine Gewalterfahrung, natürlich ist das auch real, eine real imaginierte Vergewaltigung. Aber sie dadurch zu bannen, dass man vorher gewissermaßen den Warnhinweis, die Triggerwarnung setzt, das halte ich für infantil, auch weil es gewissermaßen die so tut, als wäre gute Literatur etwas, das moralisch rein ist. Aber ich glaube, die Energien und die Kräfte von Literatur oder von Kunst überhaupt kommen sehr oft aus dem Unreinen und diesem Unreinen ins Auge zu blicken und zum Beispiel auch mit so einer Ambivalenz umgehen zu können, dass etwas ästhetisch groß ist, aber moralisch fragwürdig. Ich finde, da wird es überhaupt erst spannend, wenn man über die Welt nachdenkt. Also wenn ich mir die Autorinnen und Autoren der Weltliteratur so Revue passieren lasse, so war doch ein erstaunlich hoher Anteil davon Hurenböcke, spielsüchtige Säuferinnen und Säufer, Menschen, die ganz übel mit ihren Partnern waren und ihren Kindern. Warum kriegen wir das nicht mehr auf der Reihe? Warum können wir das nicht aushalten, dass schlechte Menschen gute Kunst geschaffen haben? Ja, ganz interessant. Sie haben gehört, beim Wort Hurenböcke musste ich sofort husten. Ich bin auch ein bisschen erkältet, das kriegt man mit, deswegen erwähne ich es jetzt gerade.
Ja, ich kann das auch nicht verstehen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun mit einer Selbstüberhöhung der derzeitigen Gesellschaft, der derzeitigen Solidargemeinschaft, die einfach glaubt, dass sie Maßstäbe entwickelt hat, die irgendwie doch besser seien als das, was früher mal war. Und das finde ich schon, das finde ich übergriffig und auch ziemlich unverschämt zum Teil. Man liest das auch oft. Wir sind heute weiter, wenn auch immer noch nicht perfekt, so als wäre das so ein ganz entwicklungsgeschichtlicher, ja, so ein Fortschrittsmodell. Aber das Überstülpen unserer heutigen moralischen Maßstäbe auf die Vergangenheit, das kann ja, das widerspricht ja jeder historischen Methodik hohn. Jeder historischen, jeder ästhetischen Erfahrung, allem eigentlich. Und es werden ja auch zwei Dinge vermischt, das haben wir gerade schon gesehen. Die Inhalte, wenn man es mal so nennen will, der Texte oder, und die Biografien der Autoren, die dahinter stehen, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also, dass man hier dann auch Kunst und Leben so ineinander mengt. Ja, das kann gar nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wir sollten vielleicht eher versuchen, dann den Blick in die Zukunft zu lenken und den Leuten da schon mal was vorzuschreiben, den Robotern und Avataren, die dann später mal da sind, als so hässlich und selbstermächtigend mit der Geschichte aufzuräumen. Ich finde es so interessant, dass in Deutschland immer im Kulturbetrieb eine unheimliche Erregung ist, wenn es um diese sprachlichen Fragen geht. Und man könnte manchmal auf den Gedanken kommen, dass es Stellvertreterdebatten sind, um über die eigentlichen Dinge nicht zu sprechen. Denn im Hintergrund dieser Sprachdebatten stehen natürlich manifeste Ungerechtigkeiten, die nach wie vor existieren und möglicherweise legitime Fragen, die diskutiert werden müssen. Und ich finde immer interessant, dass auf der einen Seite die Erregung groß ist, bei den anderen Fragen die Erregung dann nicht so groß. Und es ist sehr schön zu sehen, dass im Moment so viele Leute auf die Straße gehen und offenbar doch finden, dass diese Themen recht wichtig sind. Und damit zum ersten Buch, das ja auch einen Ausbruch aus der heteronormativen Zweierpaarbindung darstellt. Paare von Maggie Milner. Absolut, das kann man so sagen. Aber es ist nicht nur ein Ausbruch aus der Heteronormativität, für das ich immer zu haben bin, weil ich für jeden Ausbruch, egal in welche Richtung zu haben bin. Es ist aus einem ganz anderen Grund, glaube ich, ein absolut überraschendes Debüt einer jungen Autorin. Sie heißt Maggie Milner und sie erzählt im Grunde die älteste Geschichte, die man in der Literatur erzählen kann, nämlich eine Liebesgeschichte. A liebt C und verlässt dafür B. Das lockt eigentlich kein Hund hinterm Ofen hervor. Es sei denn, man macht eine echte, kühne, revolutionäre Forminnovation. Und das macht Maggie Milner. Sie hat das nämlich in Form eines Versepos erzählt. Und zwar in diesen guten alten Paarreimen, Zweizeiler, paargereimt. Es sind nicht immer saubere, reine Reime, oft sind es nur Assonanzen, aber es hat plötzlich ein ganz anderes Formkorsett. Und das verwandelt diese Geschichte und zwar auf eine tolle Art, weil Maggie Milner, das wäre jetzt gewissermaßen mein ästhetisches Argument, sehr, sehr gut über Kontraste arbeitet. Also sie greift gewissermaßen eine Form auf, die wir heute eigentlich nur noch aus dem Kinderlied kennen, aber nicht mehr aus der Hochliteratur, und nutzt sie aber, um damit eine sehr gesellschaftlich avantgardistische Geschichte zu erzählen. Denn diese Amour fou, diese sehr obsessive Liebe, die erzählt wird, ist die zwischen zwei Frauen. Und zwar ist, es fällt mir schwer, die Ich-Erzählerin zu nennen, weil es ist, wie gesagt, ein Versepos, aber lyrisches Ich möchte ich sie auch nicht nennen. Dafür hat dieses lyrische Ich gewissermaßen zu viele biografische Details. Sagen wir, trotzdem das erzählende, das reimende Ich trifft in einer Bar in Manhattan eine andere classy Frau, die ist Lektorin. Ich gebe Ihnen mein Lieblingsreimpaar charakterisiert die beiden eigentlich schon sehr, sehr gut. Ich dachte, warten Sie eine Sekunde. 19. Er ahnt schon, welchen. Ich dachte, sie fände mich boring, denn sie war queer und Lektorin. So, da haben Sie die gesamte soziale Einordnung. Sie ist Lektorin, sie ist queer und sie hat deswegen hohe Unterhaltungsansprüche. Das wird sich später auch als ein Problem herausstellen, weil sie auch sexuell sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, diese Lektorin findet es jetzt zwar herrlich, in der Beziehung mit der Ich-Erzählerin zu sein, möchte sich deswegen aber ihre anderen polyamoren Verpflichtungen, unter anderem mit der Geliebten eines Hedgefondsmanagers, deswegen nicht untersagen lassen. Ich darf kurz. Sie vergnügte sich noch an anderer Stelle und glaubte an alternative Beziehungsmodelle. Genau. Und die Ich-Erzählerin hat tatsächlich den Mann, mit dem sie bis dahin zusammenlebte, für die Neue verlassen, für die Lektorin verlassen, unter Schmerzen, weil sie eigentlich eine Gefühlsabsolutistin ist. Das heißt, fast alles, was ihr widerfährt, erscheint ihr immer singulär und ganz groß. Also auch die Liebe zu ihrem
Mann, den sie nun für die Lektorin verlässt. Und dann stellt sie fest, dass es sie, und hier wird es quasi fast wie ein bürgerlicher, emotional-psychologischer Roman, dass sie emotional überfordert ist von dieser allzu komplexen Gefühlsstruktur. Und das Tolle ist, dass dieses lose Leben dann trotzdem immer wieder in der Form eingefangen wird durch diese Zweizeiler. Mir hat es ein unendliches Vergnügen bereitet. Vieles, glaube ich, was kitschig klingen würde, wenn man es einfach in Prosa runtererzählt, weil es ein bisschen abgedroschen ist, auch so pornografische Seiten. Es ist ein sehr erotisches Buch und die lieben so Bondage-Spiele. Und ich glaube, das wäre jetzt 50... Wie heißt das? 50 Grades of... Nein, Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Da könnten manche Situationen nah dran sein, aber weil sie dann eben doch in die Versform gebracht sind, haben sie einen Bedeutungsüberschuss, der mich in höchster Weise befriedigt hat, um ausdrücklich dieses Wort zu gebrauchen. Insa Wilke, wie befriedigt hat sie die Lektüre von Maggie Milners Paare? Naja, ich freue mich, noch zwei weitere Stimmen dazu zu hören, die mir dann vielleicht erklären, was das Spektakuläre an diesem Buch ist. Ich beschäftige mich ja ab und zu. Ja, aber wenn man eine lesbische Beziehung und möglicherweise eine Dreiecksbeziehung als Avantgarde-gesellschaftliche schon versteht und diese Versform, das muss ich sagen, reicht mir noch nicht. Ich beschäftige mich ab und zu mit Lyrik und darum überrascht mich die Form nicht. Ich habe trotzdem mir Mühe gegeben und für mich handelt dieses Buch davon, dem Widerspruch zwischen Struktur und Unordnung, mhm, dem Bedürfnis nach Struktur und Unordnung. Und es gibt einen sehr schönen Vers von Thomas Brasch, der geht so, jeder Mensch braucht zwei Herzkammern. Die eine möchte weg und Anarchist sein, die andere möchte geborgen sein. Und darum geht es, glaube ich. Ich lese dieses Buch nicht als eine Kritik an Identitätspolitik, sondern eher als den Versuch, sich zurechtzufinden in einer, in offenbar einer Situation, in der die gängigen Muster nicht funktionieren und es eine Zerrissenheit gibt. Und darum diese Einteilung des Neuen in Versen und des Alten in Prosa. Das ist ja ein Debüt, also eine Autorin, die ihr erstes Buch schreibt. Insofern ein interessanter Versuch. Aber ich fand es jetzt, habe mich ein bisschen gewundert über die völlig hingerissenen Äußerungen, die da aus den USA auch kamen. Das konnte ich mir nicht so ganz erklären. Naja, ich glaube, das erklärt sich vielleicht ein bisschen auch an der Übersetzung. Die Eva Bonnet hat es übersetzt. Ich glaube, wir müssen diese Form noch etwas genauer beschreiben. Denn es ist ein Versroman, aber Sie sagen Prosa, es sind essayistische Einsprengsel da drin. Die sind nun interessanterweise in der Du-Form gehalten, in der zweiten Person, während in dem Versroman die Ich-Form gewählt wird. Das gibt ein japanisches Vorbild dafür. Ich glaube, das nennt sich Haibun. Das sind essayistische Texte, die eigentlich in einen Haiku münden. Und dieser Wechsel, dieses Wechselspiel ist, glaube ich, der formale Reiz dieses Textes. Für mich hat es sehr gut funktioniert, was für mich, die Übersetzung ist grandios, finde ich sogar, ein echtes Kunststück. Was für mich nicht funktioniert, ist der Titel. Das Original heißt nämlich Couplets. Mhm. Und da spielen die sowohl die Verse, die Strophen eine Rolle und die Paare. Das ist aber eigentlich gerade kein Buch über Paare, sondern das ist die Geschichte einer Ich-Findung. Mhm. Einer auf dem Schlachtfeld der Beziehungen durch und durch zerrütteten Persönlichkeit, die nach diesem Taifun der Gefühle erstmal wieder sich selber finden muss. Insofern ist es eher die Geschichte einer Ich-Werdung, so habe ich sie jedenfalls gelesen. Wie haben Sie es gelesen? Ja, ich habe es auch so gelesen, weil das natürlich auffiel, diese Subjekt-Objekt-Geschichte irgendwie durch die Personalpronomina ein bisschen aufzuspalten und auch nicht so binär zu fassen, sondern eben noch mehr darin zu sehen, Möglichkeiten, das Ich mit Struktur zu versehen, aber auch zu zersetzen, diffundieren zu lassen. Und das war das dann, was mich tatsächlich auch an dem ganzen Buch doch, also ich würde sagen, mittel vom Tisch gehauen hat. Also ich, oder aus den Schuhen, der Tisch ist, glaube ich, das ist der dominante Tisch, hier, der einen da ins Tischloch gehauen hat. Das ist der fünfte Gast heute, der fünfte, unser Requisit.
dass diese ganzen Grenzgänge, also nicht nur zwischen den verschiedenen Ichs in den Anreden, sondern eben auch, was das angeht, genauso die gesellschaftlichen Konventionen, kann man sagen, ja, ne, genau wie du gerade gesagt hast, das ist ja dann auch nicht so spektakulär, bisschen Sexfantasien und die auch ausgelebt. Aber auch die Traumdimension scheint mir eine zu sein, die da irgendwie so changiert zwischen allem. Und also es gibt verschiedene Existenzformen, verschiedene Kommunikationsformen, verschiedene Lebensformen. Die sind schon ziemlich stark erotisch aufgeladen, auch durch die Sprache. Das gefällt mir auch sehr. Flott und spritzig im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir hat auch gefallen, wie sie mit Klischees dann die Beschreibung von Klischees anlegt. Zum Beispiel die Reaktion ihres prosaischen Freundes, nachdem sie sich ja später doch irgendwie wieder ein bisschen zurücksehnt oder nach der Struktur, die er vermittelt hat, wenn sie dann sagt, naja, er wirft mir ständig vor, ich sei so maßlos irgendwie er sagte so ein paar Dinge, die Frau über mich, du wirst von ihr enttäuscht werden, also von der Neuen, er sagte so ein paar Dinge über mich, die Männer immer über Frauen denken in solchen Situationen. Also das fand ich, waren sehr schöne Scharniere an Stellen, wo es so ein bisschen in dieser flotten Erotik fast ein bisschen konventionell zu werden drohte, fand ich diese Scharniere sehr schön. Und ja, also es ist einfach so sehr fluid, das Ganze. Okay, ein bisschen besser erklärt jetzt. Also ich war zum Beispiel doch sehr hingerissen. Also das ist eigentlich auch ein Text über Polyamorie, weil eben die Geliebte eigentlich diese Ausschließlichkeit, die Ich-Erzählerin fordert, nicht geben möchte, dann aber sich noch darauf einlässt. Und dann kommt so ein Element von Klassismus von Annie Ernaux zum Tragen. Total. Die nimmt die nämlich mit auf zum Haus ihrer Familie. Mhm. Und da werden plötzlich dann Klassenunterschiede, und zwar die feinen Klassenunterschiede der amerikanischen Oberschicht, sehr, sehr deutlich, wo es überhaupt kein Problem ist, dass man ein lesbisches Paar ist. Aber wehe, wehe, man hat nicht den entsprechenden monetären Hintergrund, um die Erwartungen zu erfüllen. Und das finde ich hier sehr schön, sehr diskret beschrieben. Also das ist kein Text, der jetzt nur von einem blutenden Herz erzählt. Nee, das ist soziologisch absolut präzise in der Gegenwart gewissermaßen herausgearbeitet, wie sie auch die Lektoren von Anfang an beschreibt, dass die so ein bisschen eben auch schon, weil sie auch beruflich etwas arrivierter ist, ist sie auch schon in anderen sozialen Milieus unterwegs, wo man Givenchy und Eckhaus trägt. Ich weiß leider nicht, wer Eckhaus ist. Ich habe es gegoogelt, da kam jetzt keine. Muss aber wohl ein in New Yorker Kulturschickeria-Kreisen bedeutender Designer sein. Oder wo man Kale ist. Kale ist der gute alte deutsche Grünkohl, der aber auch auf Speisekarten in Berlin-Mitte mittlerweile als Kale ausgeflaggt wird. Und diese feinen Details, oder man trinkt natürlich trüben Naturwein, drücken auch aus, dass die Maggie Milner, normalerweise würde man denken, die Lyrik ist jetzt nicht für die feinauflösende Soziologie zuständig. Aber das bringt sie tolles zusammen. Das gelingt ihr auch innerhalb dieses Versschemas auch noch so einen Gegenwartsfokus zu haben, der mich sehr überzeugt hat. Aber das stimmt, die Figur der Lektorin ist tatsächlich auch in dem, was jetzt auch gesagt wurde, interessant, weil die natürlich eigentlich auch für Ordnung und Struktur steht, Ordnung schaffen in Texten. Und aber ja, sie hat ja auch diesen Kalender, wo genau eingetragen wird, mit wem sie wann unter der Woche ein Date hat. Und dann weiß man genau, oh, freitags ist mein Tag. Heute ja, aber andererseits ist sie im Leben ja die chaotische. Ja. Und das ist dann vielleicht auch ein interessantes Moment insofern. Also, wir sprachen über Paare von Maggie Milner, deutsch von Eva Bonnet, erschienen im Klett-Cotta Verlag, und kommen jetzt zu einer Autorin, die ich zu den ganz Großen unserer Gegenwart zähle, Sigrid Nunes. Nicht nur, weil Sigrid Nunes eigentlich eine Landsmännin von mir ist, weil ihre Mutter kommt aus Schwäbisch Gmünd. Und die hat einen amerikanischen GI geheiratet, chinesischer Abstammung, der sich aber in Panama nach einem Mexikaner Nunes nannte. So kommt der ethnische Hintergrund von Sigrid Nunes zustande. Und ihr aktuelles Buch ist Die Verletzlichen. Worum geht es in Die Verletzlichen? Also wir haben es ja heute mit mehreren Texten zu tun, die auch so ein bisschen die Grenzen des Autobiografischen abschreiten. Autofiktion. So ja, Autofiktion. Also wir haben hier eine Episode aus dem Leben der Erzählerin. Das ist dann so ein paar Jahre jetzt zurück aus der Covid-Zeit eigentlich. So hat mit einer gewissen Ereignislosigkeit zu tun, die ja alle kennen. Und die Autorin erinnert sich vor allen Dingen. Das ist das eine, was sie tut. Das andere ist, dass sie
dass sie ja, viele Anekdoten erzählt und plaudert. Und das hauptsächlich ist dann nun aber, ich mache hier so ein bisschen Suspense, ritardando, dass sie irgendwann so nach 60 Seiten die eigentliche Handlung einsetzt. Also sie ein durch Zufall für eine Freundin, über eine Freundin, das ist jetzt zu kompliziert vielleicht, in eine Wohnung kommt, wo sie sich um einen Papagei kümmert, mit dem sie dann eine Weile zusammenlebt. Das ist so, dass es gab eigentlich einen anderen Kümmerer, der ist aber zwischendurch abgehauen, der kommt dann später wieder. Und so ist ihr das jetzt zugefallen. Der Papagei ist ein Ara, ein Grüner. Und ja, ich muss jetzt doch ein bisschen beckmesserisch sein. Der wird sicher Eureka heißen auf Englisch. Aber ich werde ihn natürlich Heureka nennen. Also das ist ja doch sehr programmatisch. Und irgendwie hat sie da eine sinnvolle Aufgabe. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Tiere spielen eine sehr große Rolle in den Texten heute. Und das ist bei Sigrid, das ist ja auch vorher schon der Fall gewesen mit Doggen und so weiter. Es geht. Das war der berühmte Roman, mit dem Sigrid Nunes international bekannt wurde. Der Freund, da spielte ein Nachlass in Gestalt eines 60 Kilo schweren Hundes eine große Rolle, nämlich einer Dogge, um die sich die Erzählerin kümmern musste. Jetzt muss sie sich um einen Papagei kümmern. Das macht sie sehr, sehr gerne, weil sie ja, weil das gerade ganz gut passt und so eine Art Therapie natürlich auch ist und für fehlendes soziales Leben. Da hat sie auch ganz viele Beispiele für ähnlich Gelagertes. Eines Tages kommt nun aber eben dieser Student, es ist ein Student, verrate ich jetzt, zurück, ganz plötzlich, der sich eigentlich um diesen Vogel gekümmert hatte. Und ja, der Plot ist dann eigentlich, dass die sich irgendwie miteinander ins Benehmen setzen, nachdem sie erst sehr distanziert und misstrauisch, vor allen Dingen sie auf ihn reagiert, haben die dann, leben die da zusammen irgendwie, die Wohnung ist groß genug eine Weile und kommen ins Gespräch. Der Student ist so ein politisch sehr korrekter veganer Kiffer, der irgendwie aber trotzdem eine gewisse Attraktivität ausstrahlt auf die Protagonistin jetzt. Und ja, sie nähern sich dann eben an, sie unterhalten sich, sie haben jeder hat so seinen Alltag, aber sie haben eine gewisse Intimität des Zusammenlebens entwickelt. Leider, ja, ich gehöre zu denjenigen, die enttäuscht davon sind, dass dann nicht ein bisschen mehr geht. Und ich dachte jetzt nicht sofort an eine schnöde Bettgeschichte, sondern an, als ein gemeinsames Kifferlebnis. Irgendwie fand ich das ein bisschen flau. Und was sehr gut ist an diesem Buch, ist, dass sie alles, was sie so beschreibt, auch über die Corona-Zeit und wie die Leute sich so verhalten, auch im Sozialen oder eben Nicht-Sozialen, dass sie das sehr nüchtern, deskriptiv macht und zumindest in meinen Augen und Ohren nie irgendwie so moralisch wird. Also es ist, sie bleibt da relativ entspannt, auch da, wo sie ja, eine Position zu erkennen gibt. Aber es ist irgendwie nicht so, ja, sie ist in allem sehr entspannt, auch mit Kollegen, die betrogen haben oder so. Also die Großzügigkeit, die sie am Ende adressiert, die bringt sie eigentlich gegenüber allem zum Ausdruck. Und das finde ich sehr charmant. Insa Wilke, ein Pandemieroman aus New York. Wie kam der bei Ihnen an? Ich glaube, dass die Großzügigkeit eigentlich eher ein Wunsch ist von ihr. Und ich finde es so interessant, wie sich manchmal so Fäden zwischen den verschiedenen Büchern, die wir hier besprechen, ergeben. Hier steht auch, sie zitiert irgendwo Virginia Woolf mit den Wellen, dem Roman, dass es da um den Rhythmus geht und nicht um die Handlung. Da würde ich jetzt eine Linie zu Paare ziehen, weil da eben auch die Struktur und die Sprachformen so wichtig sind. Und dann gucke ich bei solchen Texten, die erstmal jetzt nicht richtig einen Plot haben, immer, was ist denn die Frage, um die sich das Buch dreht oder mit der sich die Autorin auseinandersetzt. Und hier taucht die, glaube ich, relativ am Anfang auf, nämlich, warum habe ich das Gefühl, lebenslang zu trauern. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage ihres Werkes und auch wieder dieses Buches. Und es kommt dann später dazu ein Schwindelgefühl, das sie erfasst. Und ich habe das so interpretiert, und das ist zum nächsten Buch dann wiederum eine Brücke. Ich habe das so verstanden, dass es ein Schwindel ist, aufgrund dieser Antwort auf das Gefühl, lebenslang zu trauern, einer Fassungs- und Haltungslosigkeit, einer ganz grundsätzlichen, und aber auch in der Begegnung mit anderen. Da gibt es eine zentrale Begegnung, eine unheimliche Begegnung mit einem Mann im öffentlichen Raum, der sie immer anschreit, der auf sie zufährt und ihr was zubrüllt. Und sie gerät völlig außer Fassung, weil das ein solcher Angriff ist, eine solche Aggression. Naja, das ist ein Radfahrer, sie geht spazieren, sie unternimmt stundenlange Spaziergänge und dieser Radfahrer rast wie ein Stier auf sie zu,
kehrt dann zurück nach der ersten Begegnung auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in New York und hustet sie absichtlich aus nächster Nähe an. Ja. Und das ist natürlich ein Attentat. Genau, und dieser Giersch, wie sie ihn nennt, am Anfang werden Blumennamen verteilt und sie sagt dann, ein hässlicher Name ist Giersch und sie tauft diesen Studenten Giersch. Und das Giersch verwandelt sich aber irgendwann in was Liebevolles. Und ich glaube, der Titel, die Verletzlichen, könnte man ja denken, damit ist die jüngere Generation gemeint. Ich glaube aber, sie meint es ganz grundsätzlich, sie bezieht es auch auf sich. Und es gibt eine, glaube ich, Auseinandersetzung zwischen diesen Generationen und ihrer Art, die Welt zu betrachten. Und das ist die Person, die fürsorglich ihr gegenüber ist. Und das ist eine Bewegung, die im Text stattfindet, in den Beziehungen, die, glaube ich, gegen diese erste Ahnung, dass sie diesen Giersch kritisch sieht, oder sie sieht ihn ja auch kritisch am Anfang, das dann auflöst. Und es gibt da irgendwie eine Vermischung. Und der Giersch ist, glaube ich, auch die Gegenfigur zu Lilly. Und da ist auch der Gender-Aspekt interessant. Lilly sieht man nach ihre Verletzlichkeit. Giersch nicht, dem Jungen nicht. Naja, der Junge ist ja aber auch ziemlich unerträglich. Oder wie haben Sie Giersch gelesen? Giersch ist mehr als nur ein politisch korrekter veganer Hippie. Er hat auch ein ordentliches Aggressionspotenzial, das man ihm aber auch ein bisschen nachsieht, weil er gewissermaßen die schlimmsten Eltern hat, die man sich vorstellen kann. Auch hier wieder so Kulturschikarier mit sehr viel Geld und mehreren Wohnsitzen mit Öfen, die 20.000 Dollar kosten und eigentlich überforderte Eltern. Nicht Öfen, Herden. Das Herden. Ist ein Unterschied. Wo sich der Unterschied stimmt. Ach so, und sein Vater muss recht alt sein, ist eigentlich von der Vaterrolle völlig überfordert. Und die Mutter ist Lyrikerin, aber vermutlich nicht von der Qualität, wie ihr eigenes Selbstbild es ihr suggeriert. Und in einer fiesen Situation reibt der Sohn, der Giersch, das der Mutter auch unter die Nase, was die Qualität ihres lyrischen Werks betrifft. Aber ich will sagen, man versteht schon, dass der viel zu verarbeiten hat. Und die Art, wie er das verarbeitet, aber er ist auch noch ein junger Mann, ist oft auch aggressiv gegen andere. Ich will aber auf ein paar andere Aspekte noch zu sprechen kommen. Einmal nur kurz sagen, der Titel Die Verletzlichen hat bestimmt viele Ebenen, aber er hat schon auch die eine Ebene, dass es natürlich während Corona die ganze Zeit um die Vulnerablen ging. Es wurde ja geradezu ein Kult getrieben um die Vulnerablen. Es durfte quasi keine alternative Politik zum offiziellen Regierungslockdown geben, wegen der Vulnerablen. Und dieses Wort hat da so eine enorme Aufladung bekommen. Und ich finde schon auch, dass dieses Wort hier oder dieser Begriff im Rahmen dieser Erzählung auch ein bisschen durchs Ambivalenz vielschichtiger wird und dieses Massive verliert. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, der Freund, der das Buch, mit dem die Sigrid Núñez so berühmt geworden ist, das habe ich auch gelesen und habe es bewundert und geliebt. Das ist eines meiner absolut liebsten Bücher. Und von der Erzählweise, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, verbinde diese Bücher, aber auch viele andere Bücher von Núñez, die im Übrigen noch die Schwiegertochter von Susan Sontag ist. Mhm. Also auch aus so einem wirklich jetzt urbanen, intellektuellen Milieu. Ein ganz wunderbares Buch über die Tätigkeit für Susan Sontag. Genau, ein schönes Buch auch darüber geschrieben hat. Diese Bücher sind auch immer Reflexion darüber, was sie liest. Und wenn man toll liest, also für die richtigen, ein Gespür für die richtigen Stellen, für die richtigen Zitate hat, dann kann das aufregender sein als jeder dramatische Plot. Und das gilt für beide Bücher. Die bringen einen, schließen einen an unendlich viele andere Texte, die dann jeweils diese Bücher aufladen. Ein Beispiel dafür, wenn ich kurz darf, noch schlimmer. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er seine Frau in seinem Bett zu einer ungeheuren Kakerlake verwandelt. Also das fand ich genial. Absolut. Ich möchte aber als Kritik anfügen, die Bauart beider Bücher oder überhaupt diese Art, wie Sigrid Núñez ihre Erzählweise, ihren Blick, ihr Erzählen durchdekliniert, das hat sie hier mit absoluter Souveränität. Aber mir ist es zu souverän. Ich habe manchmal das Gefühl, sie hat ihr Rezept jetzt raus und kann nach diesem Rezept immer wieder neuen Sandkuchen backen. Und die schmecken dann auch alle relativ ähnlich. Allerdings ist der Freund das stärkere Buch. Mir fällt es nicht so leicht zu sagen, worin das liegt. Aber als Sie danach gesucht haben, was ist die Frage, worauf das Buch antwortet,
genau, diese Traurigkeit, die wird mir zu wenig dann wirklich eingespielt, um sagen zu können, das ist das Rückgrat des Buches. Und deswegen, glaube ich, fehlt ihm auch so ein bisschen was. Nochmal, wenn ich eine Anmerkung noch... Wir, ja, auf der richtigen Spur. Ich meine, ich schreibe aus einer Trauer heraus, das erinnert mich natürlich an Martin Walsers berühmtes poetologisches Programm. Ich schreibe aus einem Mangel heraus. Das ist bei Núñez die Trauer einerseits um die verlorenen Lieben, um die schiefgelaufenen Beziehungen, andererseits um die Toten. Und ich dachte, oh, jetzt kommt der ganz große New Yorker Totentanz. Was dann aber uns tatsächlich in der Realität des Textes erwartet, ist ja wirklich ein Kammerspiel und eher eine Meditation über Hippies und wie lebe ich mit reichen Eltern und ein bisschen Joan Didion. Also irgendwie schien mir dieses Buch auch aus dem Fokus geraten, bei aller Schönheit der einzelnen kleinen Episoden. Es gibt herrliche Episoden. Eine möchte ich erinnern, weil Sie gewissermaßen, was Sie angesprochen haben, mit der Generationendifferenz so schön veranschaulicht. Diese vier Freundinnen, die sich aus Anlass der Beerdigung zusammen noch mal treffen und am nächsten Morgen im Hotel gemeinsam Frühstück, herrliche Geschichten erzählen. Und sie kann ganz toll, die Núñez kann ganz tolle kleine Erzählminiaturen entwerfen. Und da erzählt die eine Freundin von dem neuen Schwiegersohn ihrer Tochter. Und der hat nun ein Problem. Der ist nämlich vor Gericht geladen oder die Universität untersucht öffentlich, ob er eine Vergewaltigung an seiner Freundin verübt hat. Und die Geschichte ist so aberwitzig, aber auch trotzdem so einleuchtend und so charakterisierend für die Art, wie wir diese Fragen heutzutage verhandeln, weil die mit absolutem Konsens zusammen ins Bett gefallen sind. Dann hat sie auch gesagt, fessle mich, schlag mich. Sie macht das ganze Spiel. Nur, dass sie irgendwann, und das sagt sie dann auch vor Gericht, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Gerichtsszene ist, sie sagt irgendwann mal nein, einmal nein. Das hört er aber nicht, so verteidigt er sich. Er sagt, er stöhnte so laut. Nein, es wurde so laute Musik gespielt. Laute Musik. Und dieses eine Nein habe er nicht gehört. Und sie bestätigt, dass sie nur einmal Nein gesagt haben. Jetzt ist natürlich der moralische Konfliktfall, reicht dieses eine Nein? Oder um für diese Vernichter ist bereits des Colleges verwiesen. Ist das angemessen? Ist das gerechtfertigt? Und dann kommt eine herrliche Meditation über die Frage, über die Funktion des Safe Words. Das Safe Word ist ja bei Sexspielen das Wort, auf das man sich vorher einigt, wenn es einen ausspricht, dann ist das Spiel beendet. Dann darf es nicht weitergehen. Und die Erzählerin fragt sich, warum muss das Safe Word eigentlich immer ein Safe Word sein? Warum sagt man nicht einfach Nein? Nein oder Stop. Oder Stop, ja, ja, genau. Ja, ja. Das sind sehr schöne kleine Beobachtungen. Aber wenn ich dann denke, was ein Philip Roth aus der Geschichte dieses Studenten gemacht hätte und wie der vor allem verstand, diese Geschichten in seine Romane, im menschlichen Makel beispielsweise, in Plot seiner Romane zu integrieren, dann ist mir das so ein bisschen additiv dahin getupft. Und ich weiß es auch nicht so richtig, was das mir jetzt eigentlich in diesem Corona-Roman soll. Naja, aber sie sagt ja eben, es geht um den Rhythmus und nicht die Handlung. Und wenn sie die Wellen als Vorbild nimmt, dann sind wir, glaube ich, auf der falschen Fährte, wenn wir einen Roman wie von Philip Roth erwarten, sondern ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, weil eigentlich ist ja tatsächlich so in dieser ganzen Kiste, ist diese Papageien-Sache schon das Kernstück. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie das alles drumherum baut, aber ich glaube, dass man da schon den Schlüssel findet, wenn man danach sucht, warum ist es so erzählt, wie es erzählt ist und erstmal nicht davon ausgeht, dass es ihr unterlaufen ist oder sie da einfach zusammengekehrt hat und irgendwas zwischen zwei Buchdeckel geklemmt hat. Aber ich bin selber auch noch nicht drauf gekommen, so richtig. Es ist einfach so, dass manches etwas blass bleibt. Deswegen habe ich das mit der Trauer tatsächlich auch gar nicht verstanden oder fast überlesen. Es geht ja auch so viel um Erinnerung. Natürlich gibt es da einen großen Zusammenhang. Aber ich finde eben auch dieser Punkt, dass der Girsch Greedy da sie irgendwie tröstet. Ich sehe da im Text kaum Anhaltspunkt. Also es bleibt irgendwie sehr oberflächlich auch dieser Trost oder warum diese Beziehung jetzt so etwas Besonderes ist. Oder was heißt Trost? Also Fürsorge war ja der Begriff, den du gebraucht hast. Und es passt auch besser, dass er ihr mal da was zu essen kocht oder so. Aber irgendwie halt diese Wellen an der Oberfläche. Aber ja, die Wellen an der Oberfläche treffen es ganz gut, aber irgendwie es fehlt so ein bisschen
Es fehlt der Rock. Ja, gut, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Wellen sind oder nicht doch eher ein Dahinplätschern. Freilich, wenn dies ein gescheiterter Roman ist, dann bin ich bereit, auch den nächsten gescheiterten Roman von Sigrid Nunes zu lesen. Ja. Dafür ist er schlicht und einfach zu amüsant. Das muss man auch erkennen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen was mit der Form zusammen. Ich war nicht in der Lage, mir zu erklären, warum dieser Roman zwei Teile hat und ein Intermezzo gebautes Mittelstück. Weil das leuchtet eigentlich nur ein, wenn es eine starke Struktur hat. Also man, diese Zwangs-WG mit dem Studenten, man denkt, die fetzen sich oder wie auch immer. Oder vielleicht werden sie ein Paar, Harold und Maud oder irgendwas. Aber die laufen eigentlich irgendwie aneinander vorbei. Und dann nimmt der Student irgendwann den Ara mit und mietet sich woanders ein. Und so trennen die sich auch wieder. Also es ist irgendwie ein Fly-by-Shooting. Ja. Vielleicht läuft es übers Schreiben, weil in dem Intermezzo geht es ja ums Schreiben. Mhm. Und am Ende läuft es darauf hinaus, für dich, meine Liebe, werde ich mich nie so kalt wie Eis fühlen. Und im zweiten Teil kippt dann ja das Verhältnis oder ihr Blick auf Giersch. Da geht es dann ja in was anderes. Man rechnet die ganze Zeit damit, okay, das eskaliert jetzt. Sie sagt, wie blöd der ist, eben ein Fundamentalist, diese Jugendlichen und so. Und es geht in was ganz anderes, nämlich in ein sich gegenseitig brauchen. Ja, gut, das ist, glaube ich, die Bemerkung von Graham Greene, der mal sagte, jeder Schriftsteller muss den Eissplitter in seinem Herzen haben, um sozusagen mit ganz kaltem Blick aufs Material des biografisch Erlebten zu schauen. Nun ja, diese Fragen bleiben offen. Wir haben eine Übersetzung im Aufbauverlag von Annette Grube. Die Übersetzung ist übrigens auch klasse. Also ich habe jedenfalls in der sprachlichen Gestalt im Deutschen keinerlei Anstoß genommen, sondern sogar im Gegenteil großes Vergnügen. Und kommen nun zu Levin Westermann und seinem neuen bei Matthes und Seitz erschienenen Roman Zugunruhe, den uns Insa Wilke vorstellt. Ja, ich glaube, es gibt wirklich sehr viele Verbindungen zu Sigrid Nunes. Das könnte ein Roman sein, den der Student geschrieben hat. Ganz ehrlich, also das ist wirklich, wirklich witzig. Nicht. Eigentlich muss man das zusammenlesen. Und er findet halt auch eine ganz andere Form. Und ich finde im Moment sowieso so interessant, was die Jüngeren machen und was die Jüngeren schreiben. Und die Frage, die Levin Westermann umtreibt, ist, oder die Trauer, die Levin Westermann umtreibt, ist aber eigentlich eine, ich glaube, Verwandte zu Sigrid Nunes. Wir haben hier jemanden, der blättert in Notizen, der läuft durch den Wald, der fährt Zug. Und es geht eigentlich um seine inneren Bewegungen. Aber die inneren Denkbewegungen öffnen gleichzeitig eine ganze Welt. Dieser Text ist geschrieben vor dem Hintergrund der Situation, die wir alle kennen, dass wir Menschen durch unsere Lebensweise unseren Lebensraum zerstören. Das wissen alle. Und er erzählt eigentlich von der kognitiven Dissonanz, dass dieses Wissen da ist und trotzdem nichts passiert. Die konkrete Situation dieses Textes ist, dass er einen Auftrag bekommt, über Landschaften zu schreiben und die Frage ihm immer größer wird, wie das eigentlich gehen soll über Landschaften. Und an diesem Versuch zu schreiben, aus dem Fenster zu schauen, beschreiben, was da zu sehen ist, zu erzählen, was er gerade liest, da spielen auch die Lektüren so eine große Rolle, entwickelt sich eine Dynamik in diesem Text. Die Landschaften werden irgendwann welche, in die die Geschichten der Gewalt, der historischen Gewalt auch eingeschrieben sind. Es geht irgendwann über in die Frage, was ist der Mensch? Ich würde die Antwort hier finden, jemand, der Beziehungen durch Macht definiert. Dann geht es zu den Tieren, die Gewalt gegen die Tiere, die auch eine ist, die dann schnell umschlägt in Gewalt gegen Menschen. Es ist also ein essayistischer Text, der tastend sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und man könnte auch denken, das ist so, sind so lauter Einzelheiten, die in diesen Essay gegossen werden. Ich würde sagen Essay und nicht autofiktionaler Text, das ist, glaube ich, falsch. Und gleichzeitig ist er ein sprachlich sehr genauer Arbeiter, der, glaube ich, sehr genau mit Motiven arbeitet. Am Anfang haben wir nämlich im ersten Teil auch den Schwindel. Am Ende haben wir Kopfschmerzen. Am Anfang haben wir die Trauer, am Ende die Wut. Und das sind auch Bewegungen, die in diesem Text stattfinden, die ich sehr mich auf eine eigenartige Weise reingezogen haben und auch beschäftigen, weil sie, glaube ich, auf so vieles reagieren, was im Moment in der Luft liegt. Als ich ihn zum ersten Mal las, dachte ich, in erste Reaktion, verdammt noch mal, das ist das schönste W.G. Sebald-Pastiche, was mir je untergekommen ist. Weil dieser W.G. Sebald, dieser Autor,
allzu früh verstorben. Der war ja berühmt dafür, dass er Fotografien in seine Texte integrierte und für einen bestimmten Sound, den berühmten Sebald-Sound, eine Melancholie angesichts der unglaublichen Zerstörungen der Naturgeschichte und der menschlichen Geschichte. Das, was wir einander antun und das, was wir unserer Umwelt antun, buchstäblich geologisch, aber auch den Tieren antun. In diesem Text von Levin Westermann ist eine wunderbare Szene, wo er beschreibt, dass im 19. Jahrhundert in einem britischen Auktionshaus an einem Nachmittag einmal die Gefieder von 400.000 Kolibris versteigert wurden, die man für die Modeindustrie nutzte, wo 400.000 Vögel gestorben sind dafür. Und er artikuliert seine Melancholie, seinen Kummer darüber. Andererseits, und das hat Insa Wilke, glaube ich, ganz gut beschrieben, mündet diese Melancholie eben, schlägt um in Wut. Und dann wird dieser Text von einem Aktionismus beherrscht, der mir dann ein bisschen auf den Senkel ging, wo ich dachte, okay, du hast ja recht, aber ich möchte nicht so bepredigt werden in einem literarischen Text. Andererseits nicht, fängt er recht dann hat. Wieder auf. Na, ja, gut, ich weiß jetzt. Nicht, ob er recht hat, aber bevor ich diesen Einwand formuliere, den werde ich dann aber auch deutlich formulieren, muss ich erst mal sagen, Hut ab, das ist ein ganz, ganz toller Autor mit einer ungeheuren Sprachgewalt. Natürlich habe ich auch an Sebald gedacht, ich habe auch an Tetsu Cole, ein nigerianischer Schriftsteller, den ich sehr bewundere, gedacht, der mit seinem ersten Roman, Open City, quasi auch so eine spazierende Reflexionsprosa, der spaziert aber nicht durch die Natur, nicht durch Landschaften, sondern durch New York. Hier verlagert sich das in die Landschaft, es fängt sehr kontemplativ an und die Fähigkeiten der Autor Westermann hat auch den Preis für Nature Writing bekommen. Das kann man, leuchtet einem sofort ein, diese Art, wie er die Natur, und zwar nicht nur einfach als Idylle, sondern in ihren verschiedenen Sedimenten, in ihren verschiedenen Schichten, die, das wurde schon angedeutet, Ablagerungen von Erdgeschichte sind, Ablagerungen von menschlicher Geschichte und so weiter. Da überlagert sich das, die großen Zeiträume kommen plötzlich in den Blick. Das ist sowieso, das hat ja auch sein eigenes... Deep Time ist ein zentraler Begriff, ja. Der hier vorkommt, weil es natürlich irgendwann Zeitdimensionen gibt, an denen das menschliche Vorstellungsvermögen zerschellt. Das alles ist ganz, ganz toll. Das Buch kippt dann aus dieser extrem genauen Beschreibungsfähigkeit mit einer Sprache, die ungeheuer transparent und anschaulich ist. Man ist wirklich unglaublich, man fasst es teilweise nicht, wie viel diese Sprache zum Ausdruck bringen kann. Und dann verfällt es aber fast schon in einen so einen Thomas Bernhardhaften Wutmonolog, wogegen gar nichts zu sagen ist. Wut kann ja auch eine tolle literarische Qualität sein. Ich glaube nur, er macht es sich ein bisschen zu einfach mit seinem Naturbegriff. Diese Wut, diese Entschiedenheit, dieses Pathos, mit dem das Buch endet, das funktioniert nur, weil er diese Dichotomie aufmacht. Hier der böse Mensch, der in die Natur eingreift, der narzisstisch ist, der arrogant ist, der immer nur sich für den Mittelpunkt der Welt hält. Und auf der anderen Seite die Unschuld der Natur, die ohne den Menschen gewissermaßen viel organischer, ganz bei sich wäre. Er würde sich gewissermaßen alles zu einem harmonischen Biotop sortieren. Und ich weiß, dass das natürlich eine sehr beliebte Ansicht oder Position ist, namentlich auf Höhepunkten gewissermaßen technologischer Zivilisation sehnt sich der Mensch dann immer nach dem ganz anderen, dem der Technologie abgewandten, und entdeckt dann die Natur als das andere seiner selbst. Darin liegt aber, glaube ich, eine große Gefahr auch des Kitsches. Und das finde ich erstaunlich, dass ein so intelligenter und kluger und tollschreibender Autor dieser Gefahr nicht ganz entgeht. Er entgeht ihr deswegen nicht, weil er am Ende dann doch ein Manichäist ist. Jemand, der ganz klar zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß unterscheidet. Und Menschen wie Elon Musk beispielsweise, die sind für ihn der leibhaftige Gott sei bei uns. Genau, und das kann man ja auch so sehen, damit habe ich gar kein Problem. Nur wenn es so festgeschurrt ist, also da fehlt es mir dann an schillernder Ambivalenz und auch an einer Reflexion seines Naturbegriffes. Ich glaube, das, was er, wie er den Gegenentwurf, den er zeichnet, der ist absolut unhistorisch gedacht. Denn der Mensch ist immer schon jemand, und übrigens nicht nur der Mensch, sondern alle, die an der Natur partizipieren, sind auch immer solche, die auf Kosten anderer Mitspieler dieser Natur partizipieren. Die berühmte, wie sagt man, Fresskette in der Natur bringt das bestens zum Ausdruck. Und selbstverständlich vergehen wir uns immer zu an Tieren, die wir schlachten. Das ist anthropologisch auch immer ein Riesenproblem gewesen. Deswegen, Sie wissen das viel besser als ich, hat die Antike unendliche Rituale hervorgebracht, wie man das Schlachten von Rindern gewissermaßen dieses
Vergehen am Heiligen, wie man das so sublimieren kann, dass der Mensch damit wieder ausgesöhnt wird. Unsere Altäre sind nichts anderes als Schlachtbänke, Metzgertische. Genau. Ja, aber ich habe gelernt, es gibt mittlerweile zu den ganzen anderen Phänomenen auch das des Spezismus, also dass man eine Lebensform, eine Art, eine Rasse besonders gut oder schlecht behandelt. Und das könnte man hier mit Blick auf den Menschen sicher irgendwie sagen. Das ist da schon sehr klischeehaft. Also 2, 3 Punkte vielleicht noch zur Ergänzung. Ich fand es auch sprachlich ganz großartig und es gelingt ihm offenbar, dass Sprache und Landschaft in eins kommen, zusammenfinden. Auch sehr originell im Beobachten oder seine Freude an Komposita wie Atemloch bei irgendeinem Viech da. Ich habe es vergessen, Molch oder was? Was? Die Schnecke und der Wal. Ja, jetzt war ich spezistisch gegen die Schnecken. Das ist sehr schön und mir gefällt auch, dass er mit Ostwestfalen beginnt und an die Varusschlacht erinnert, also meine Heimat erwähnt. Und die Antike taucht auch manchmal auf in großen Mythen wie den von Minotaurus. Im Daedalus auf Kreta. Der hat schon einen enormen Bildungsbogen von der Antike bis zu Ursula K. Le Guin. Das ist auch sehr schön und es ist auch nicht nur assoziativ, sondern das kommt in der Landschaft zusammen. Aber klar, der Aktionismus, Begriffe und die Kritik fielen schon. Und für mich ist das so ein typisch akademischer Roman. Das ist genau die Position in jeder Hinsicht, die alle meine Kollegen jeden Tag von sich geben. Bis hin zu im Sommer ist es mir zu heiß. Und Großstädte finde ich doof. Ich gehe lieber in den romantischen Deutschen. Ja, also sein intellektuelles Programm ist nicht gerade der Raumschiff Enterprise, Crew entlehnt, to boldly go where no man has gone before. Ich gerne da waren schon sehr viele Menschen. Ja. Ich würde gerne noch mal, insbesondere die gesamte Taz-Redaktion. Ich würde gerne noch mal etwas anderes bringen. Ich glaube, es ist kein Essay über eine Position oder über den Naturbegriff, sondern wir haben ja auch eine Figur, die auch gestaltet wird, diese Ich-Figur. Und es ist einerseits einer, der durch die Welt geht und staunt und das Absurde nicht fassen kann, was passiert. Und da entwickeln sich auch immer wieder komische Momente übrigens durch diesen Blick auf das Absurde. Das kann er ziemlich gut machen. Und das andere ist, dass hier jemand ist, ich glaube, es ist der Indigofink, der hier erzählt. Es gibt eine Szene, da erzählt er von einem Experiment mit Indigofinken. Zugunruhe. Darauf bezieht sich der Titel Zugunruhe. Also die Frage, warum fangen die Vögel irgendwann an, sich zu sammeln und loszufliegen? Und da gibt es ein schreckliches Experiment an Indigofinken, die eingesperrt werden. In einem Planetarium. In einem Planetarium. Und man schaltet ihnen die Sterne aus. Und die Indigofinken versuchen loszufliegen und dann wird geguckt, werden sie mit irgendwie Tinte bemalt, ne? Und dann sieht man eben, wo sie gegengeflogen sind. Und er macht einen Satz und daran sieht man die ganze Qualität dieses Autors und warum es ihm um die Wut geht. Er sagt dann, man hat den Indigofinken die Hoffnung genommen. Und hier spricht jemand, der dieser Indigofink ist, der angesichts der Welt keine Hoffnung mehr hat. Und das ist das Herzstück dieses Romans. Naja, also ich gebe Ihnen recht, Sie haben absolut recht, dieser Indigofink trägt einen Namen, das ist R58, das ist der Einzige, der es immer wieder versucht. Ich war mit der sprachlichen Gestaltung dieser Passage dann aber nicht ganz so glücklich, weil sie endet in dem Ausruf Fuck, 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 Fuck. Und das war mir dann irgendwie der intellektuellen Komplexität des Sachverhalts nicht ganz angemessen. Aber war vielleicht der emotionalen. Der emotionalen, sei es drum. Levin Westermann, Zugunruhe, erschienen bei Matthes und Seitz. Und wir kommen zuletzt zu einem Roman, einem großen, mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Roman von Barbara Kingsolver. Das ist eine ausgebildete Konzertpianistin und eine studierte Biologin, hat also einen sehr breiten Hintergrund, Bildungshintergrund, der in diesem Roman auch aufscheint, Demon Copperhead. Worum geht's? Hier wird eine Geschichte erzählt von Amerika ganz, ganz unten. Bei den Hillbillies landen wir in Virginia, das sind diese Menschen, die in den Appalachen wohnen, die sich ja über mehrere Bundesstaaten hinziehen. Und die Hillbillies, das sind, wir kennen vielleicht noch den Begriff der Beverly Hillbillies, das sind diejenigen, die vielleicht am ehesten mit den Ostfriesen in Deutschland zu vergleichen sind. Das ist ein Prekariat, die von allen für dämlich gehalten werden, über die sich die USA seit Jahrzehnten lustig macht.
Allerdings lernen wir eine Familie kennen, die Mutter ist 18, als sie den Demon Copperhead zur Welt bringt. Da ist der Vater schon tot, die Mutter arbeitet bei Walmart, räumt da die Regale ein und sie wird auch das 30. Lebensjahr nicht erreichen. Warum? Dieser Roman erzählt die Geschichte der Opioidkrise. Alleine im Jahre 2020, 2021 sind über 100.000 Menschen in den USA an diesen leichtsinnig verschriebenen Schmerzmitteln, die enorm süchtig machten, verstorben. Auf der Folie von Charles Dickens Roman David Copperfield, das ist natürlich die Assoziation, die wir kriegen, erzählt Barbara Kingsolver von Armut, Prekariat, prekären Lebensweisen in USA der Gegenwart. Und sie macht es in meinen Augen absolut überzeugend, das ist große Erzählkunst, in einem politischen, auch in einem wütenden Roman, der aber erzählt, wie es dazu kommt und wie diese Menschen allen Anfeindungen zum Trotz ihre Würde behalten. Ich fand, es war eine große Leseerfahrung, aber ich bin sehr gespannt, wie es Ihnen mit diesem Roman ging. Juma Mangold. Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es ein Page-Turner ist. Man will da schon wissen, wie es weitergeht. Man nimmt emotional auch sehr Anteil an den Figuren. Die haben in der Tat, allen Figuren wird ihre Würde gelassen, ganz und gar. Das ist schon sehr, sehr gekonnt. Das ist ein großer Roman, der hat eine enorme emotionale Wucht. Manchmal erträgt man es auch kaum, weil es geht am Ende ja doch um ein Waisenkind und das Schicksal von Waisenkindern. Das geht einem dann schon sehr, sehr nahe, wenn... Also Ausbeutung, Missbrauch, alles drin. Die schrecklichen Sachen, wo man so denkt, oh, eigentlich will man es jetzt gar nicht genauer wissen und weiß aber doch, dieser Wirklichkeit muss man sich ja auch irgendwie stellen. Das hat alles Kraft und Energie. Es hat mich trotzdem ästhetisch nicht befriedigt. Und das liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass mir der Tonfall, der mir einleuchtet, warum der so gewählt ist, es ist der Tonfall, in dem der Protagonist selber eben spricht. Es soll seinen Zungenschlag abbilden. Also er soll auch so einen Moment von Street Credibility vermitteln, so wie man es vielleicht vom Catcher in the Rye kennt, der ja auch so eine jargonhafte, bisschen vorwitzige, großmäulige Erzählweise hat, die dann aber auch wieder ganz zart und verhalten auch sein kann. Dieser Ton, den hat die vollständig drauf und das ist so durchgeschrieben in diesem Tonfall und der hat mich irgendwann ermüdet. Und ich hatte dann immer das Gefühl, ich glaube, diese Geschichte, so verdienstvoll es ist, einen in dieses Milieu der Hillbillies einzuführen, die in der Literatur tatsächlich keine so große Rolle spielen, die aber im Kinofilm, die Trailer Parks kenne ich aus unendlich vielen Kinofilms und das ist soziologisch immer hochinteressant. Und ich hatte dann manchmal das Gefühl, ich glaube, ich würde lieber die Verfilmung gewissermaßen abwarten, weil ich mit der Sprache, die die Kingsolver sich für ihre Hauptfigur überlegt hat, nicht zurechtkam. Die Hauptfigur ist interessanterweise, hat eine Kraft, hat mehrere Fähigkeiten, aber auch eine Kraft, eine sogenannte Superkraft, wie man im Comic sagt. Er kann nämlich ganz toll Comics zeichnen. Und manchmal dachte ich, vielleicht sollte er seine Geschichte als Comic erzählen. Ja, David Copperfield wird am Ende Schriftsteller, er wird Comiczeichner. Insa Wilke, wie ging es Ihnen mit diesem Roman? Also zum einen fand ich die Übersetzung ganz toll, denn das muss man, was Sie jetzt kritisiert haben, man muss das erstmal schaffen, 900 Seiten tatsächlich diesen Ton so zu erzählen, dass man den Eindruck hat, an keiner Stelle ist es ungenau oder fällt ab oder ist nicht getroffen. Mhm. Das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich hier. Und dann finde ich, ich habe spät begriffen, was das für ein Buch ist, weil sie es ganz langsam aufbaut. Das ist schon ein Statement, ein so dickes Buch zu schreiben zu dieser Opioidkrise, die ja, wo ja nicht leichtsinnig Medikamente verschrieben wurden, sondern es ist ein Wirtschaftsverbrechen. Ja, es ist ein veritables, also immer noch nicht gesühntes oder dagegen ist der Punkt ganz Verbrechen egal, der Pharmaindustrie mit Verwicklung, Politik und allem drum und dran. Und es wurde erstaunlich wenig bislang drüber geschrieben. Und da finde ich, ist das echt eine Aussage. Gleichzeitig wenig geschrieben, das kann man nicht sagen. Es gibt bei Hansa Romane. Letztes Jahr ein ganz tolles Sachbuch über die Ja, aber ich meinte in Filmserien über die Opioidkrise. Ja, aber ich meinte jetzt tatsächlich Romane. Literatur. Literatur, also Ocean Wong, da kommt es zum Beispiel vor. Und Ocean Wong ist auch mein Beispiel. Aus anderen Gründen ging es mir
nicht so, dass ich ermüdet war, aber dass ich eine Frage an den Stil habe. Weil ich glaube, sie erzählt bewusst ja so süffig und in dieser Figur, einfach um in Unterhaltung Gesellschaftskritik auch zu transportieren. Ocean Vuong macht in seiner Schreibweise das Gegenteil. Er erzählt auch davon, aber macht es einem mühsamer. Und ich habe mir da die Frage gestellt, wo kippt das aufklärerische Anliegen, wo wird es geopfert der Unterhaltungsweise? Das war die Frage, die das Buch für mich aufgeworfen hat. Melanie Müller. Also ich bin restlos begeistert von diesem Buch und gerade auch von der Sprache tatsächlich. Also mich hat sie bis zum Ende nicht gelangweilt, im Gegenteil begeistert. Ich bin auch ein großer Fan immer des Catchers gewesen. Vielleicht liegt es, das war schon angelegt, liegt daran. Ich finde, das ist großartig durchgehalten und ich glaube, also ich würde das auch ein bisschen anders sehen. Ich finde, in der Lockerheit dieses Street-Credibility-haften Durchhaltens des Tones bis zum Ende liegt ein großes Ernstnehmen der gesellschaftlichen Problematik, weil es eben auch zeigt, dass die Leute unten in Anführungszeichen mit Problemen brauchen nicht immer Hilfe von oben, sondern sie können sich auch selbst therapieren, ja, untereinander oder der Erzähler, also Demon ist ja auch sehr, ja, dem gelingt ja auch sehr häufig, sich wieder aufzurichten, auch als am Ende seine Dory da, seine Freundin, die dann auch drogensüchtig natürlich ist, stirbt. Und die ganzen tollen Spitznamen. Ich liebe Fast Forward und so. Das ist alles super. Ich finde, es liest sich, als hätte sich Arundhati Roy zusammengetan mit John Irving. Ich fand, es war absolut eine begeisternde Lektüre. Wir sind fast am Ende, aber es bleibt noch ganz kurz Zeit für einen individuellen Buchtipp. Insa Wilke, was haben Sie mitgebracht? Ein Buch, dem Sie viele Leser wünschen. Ja, Mirjam Sadov, Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Das ist das Buch, das man lesen muss, wenn man Fragen auf die politischen Probleme derzeit haben möchte. Sie leitet das NS-Dokumentationszentrum in München und es ist ein Buch, das von Gewaltgeschichte handelt. Und das ist aber so mit einem solchen Verständnis fürs Publikum geschrieben, dass es, ja, nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, Sie sollen es einfach lesen. Mirjam Sadov, Gewalt und Gedächtnis. Es ist das Buch zur Lage der Zeit. Ihnen zuliebe machen wir das. Melanie Müller. Ja, ich habe einen Klassiker mitgebracht, hier im kleinen Reklambändchen, einigen noch vertraut, Petrons Satyrica oder Satyricon Libri, gerne als Schelmenroman, etwas vereinfacht bezeichnet, in der Zeit Neros des Wüsten entstanden. Und das ist ein Text, kann man auch schlecht sagen, Roman, der wie Maggie Milner Prosa und Poesie mischt und alle Grenzen abschreitet und auch überschreitet, die man sich vorstellen kann. Zwischen Leben und Tod, zwischen Kunst und Leben und Tod, Schein und Sein. Es ist vor allen Dingen eine Erlebnisgeschichte von drei Protagonisten, die alle sexuellen Abenteuer erleben, die man so haben kann. Es überschreitet auch Gattungsgrenzen jetzt auf generischer, also geschlechtlicher Art. Und ja, einfach ein Wahnsinnswerk. Und ich kann nur sagen, Leute, lest mehr Schweinkram. Das ist im Grunde das Motto unserer Sendung. Herr Mangold. Ja, was ist Wahrheit, fragt bekanntermaßen Pilatus. Und man muss natürlich der letzte noch lebende, größenwahnsinnige Megagenie, der in der Welt der Kunst sein. Man muss Werner Herzog sein, um diese Frage mal auch gleich auf die Zukunft hin hinausgerichtet zu beantworten. Mit diesem schmalen Büchlein, die Zukunft der Wahrheit. Ich bin ein leidenschaftlicher Werner Herzog-Fan. Fitzcarraldo ist für mich eines der wichtigsten Filme. Wenn Platon über die Dichter sagte, sie würden im Wahnsinn dichten, so kann man auch über Werner Herzog sagen, er wirkt auch immer, als würde er im Wahnsinn handeln, agieren, drehen und schreiben. Und er ist auch mindestens größenwahnsinnig, was heutzutage viel zu selten vorkommt. Und vor 2-3 Jahren hat Werner Herzog gesagt, er sei ein bedeutender Filmemacher, aber er sei noch bedeutender als Schriftsteller. Es gibt nämlich auch einige Bücher von ihm. Und ich fand es so verblasen und habe dann angefangen, Sachen von ihm zu lesen. Und sie sind wirklich wahnsinnig gut geschrieben. Ob sie jetzt zum ewigen Kanon der Literatur gehören, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch von diesem Buch, das ist durchaus etwas. Ich erkläre euch alles, was ihr wissen wollt. Und zwar von Gott über die Aliens bis zu Elon Musk auf dem Mars. Aber eben, megalomanisch zu sein, ist eine Qualität, die mir heutzutage viel zu oft fehlt. Werner Herzog erfüllt sie und die Zukunft der Wahrheit ist ein schmales, aber mitreißend größenwahnsinniges Buch. Und diese Sendung endet mit einem Ausrufezeichen, nämlich mit dem Essay der in Berlin lebenden
Literaturwissenschaftlerin Florence Hasrett, die ein ganzes Buch über das Ausrufezeichen geschrieben hat, in dem zu erfahren ist, dass im Gesamtwerk von Ernest Hemingway lediglich 59 Ausrufezeichen vorkommen, während allein im Roman Die Mitternachtskinder von Salman Rushdie, wahrlich kein schlechter Roman, über 2000 Ausrufezeichen verbraten werden. Das Ausrufezeichen erfahre ich atemlos in diesem vor Gescheitheit blinkenden Text, wurde 1399 erfunden und Goebbels hat es besonders gern als Trippel verwendet. Wie ein Abenteuer des Geistes namens Interpunktion ein Stoff für ein Buch werden kann, aus diesem Buch kann man es lernen. Es ist wirklich blitzgescheit. Ich darf mich bedanken bei der Stammbesatzung des Quartetts, bei Insa Wilke und bei Itzhomar Mangold. Ganz besonders herzlich bei unserem Gast heute, Melanie Müller. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.